Knapp eine halbe Stunde gespielt im Neckarstadion. Die Bayern im Angriff über Wolfgang Dremmler. Und Freistoß. Das ist der Wolfgang Dremmler mit der Nummer 10. Soll Sigurd Winsson bewachen. Die Bayern ohne Pfaff, ohne Bernd Martin, der heute für 4 Pflichtspiele gesperrt wurde. Grobe fehlt, Nachtwey, Hoeneß, Matti, natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge. Der VfB mit Bernd Förster als Libero, da auch Kurt Niedermeyer ausgefallen ist nach Hans-Peter Mackern. Einige Möglichkeiten bisher vor 60.000 Zuschauern. Helmut Wenthaus, der Trainer, und Schürrle Erbi beim Freistoß. 30 Minuten vorbei. Udo Lattek, neben ihm Egon Cordes, der neue Assistenztrainer. Mit vielen Sorgen, ja, aber er hat einen Kader von über 25 Spielern. Beim VfB auf der Bank nur noch 3 Stürmer und der Ersatztorwart Jäger. Lothar Matthäus, da sind die 3. Peter Reichert links und dann Wolf und Lorch. Guido Buchwald noch verletzt, Kurt Niedermeyer im Mantel verletzt, ganz links Hans-Peter Mackern. Rekonvaleszent, wie man das nennt. Bisher ein Spiel fast ohne Höhepunkte. Die Bayern leicht überlegen mit dem etwas besseren Mittelfeld, aber entscheiden konnten sie sich auch nicht durchsetzen. Ein paar Möglichkeiten, Chancen will ich das nicht nennen. In der Mitte im Zivil Bernd Martin, stammrechter Verteidiger, jetzt für 4 Spiele nach seinem Platzverweis gesperrt, für ihn Bernd Dürrenberger von rechts als Verteidiger. Lothar Matthäus. Und Thomas Kempe. Nico Klaassen, der Mittelstürmer, gegen Norbert Eder, gegen Klaus Augenthaler. Wieder Kempe. Viele Missverständnisse, kaum Torschüsse. Bei solchen Mannschaften sagt man zwar Rasenschach, aber ich würde sagen, ein schlechtes Spiel bisher. Thomas Kempe angeschlagen. Und zweiter Eckstoß für den VfB Stuttgart offenbar. Oder sogar Freistoß. Ganz in Gelb im Hintergrund, das ist Raimund Aumann, 20 Jahre alt, der Pfaff-Vertreter. Beim letzten Aufeinandertreffen des deutschen Meisters gegen den Pokalsieger, beide waren es damals noch nicht in München, stand auf Seiten der Stuttgarter mit Armin Jäger, der Ersatz des Stars. Bisher hat Aumann noch nicht viel zu tun bekommen. Eine Viertelstunde Spielverzögerung, weil noch Tausende von Zuschauern draußen standen. Die Probleme der Abendspiele, die Zuschauer können erst relativ kurzfristig anreisen. Baustellen dazu, vor einer Woche auch bei Bayern gegen Werder, ja, eine Viertelstunde Verzögerung beim Spielbeginn. So viele Stuttgarter habe ich noch nie im Bayern-Strafraum gesehen, aber die Bayern kopfballstärker. Andi Müller. Karl-Heinz Förster. Längst gepfiffen. Und zwar für den VfB Stuttgart. Karl-Heinz Förster da von Wolfgang Dremmler, die beiden Nationalspieler. Ein wenig im Clinch und Freistoß für den VfB. ...34. Spielminute. Kempe und Ulicher. Und Sigurd Winsson da im Hintergrund weit vom Ball weg, wird sicher nicht schießen. Karl Allgöwer hat den weitesten Weg. Da gibt es ein bisschen Zwist mit Nico Klaassen, dem aus Belgien geholten Stürmer. Karl Allgöwer. Günther Schäfer, ohne direkte Deckungsaufgabe.
Wieder Schäfer. Sigur Winsson. Ja, der Boden ist ein bisschen glatt, es hat geregnet mehrere Stunden im Laufe des Tages. Wolfgang Dremmler. Derby. Hermann Ohlicher, der Gegenspieler von Sören Lerby. Auf der anderen Seite hier Asgir Sigur Winsson am Ball. Um ihn kümmert sich meistens Wolfgang Dremmler. Karl Allgöver spielt mit Spezialschuhen. Sagt aber, er habe keine Schmerzen mehr wegen seiner Fußbeschwerden. Spreizfuß hat er. Kein Abseits. Thomas Kempe. Nochmal Thomas Kempe. Und nochmal Allgöver. Klinsmann. Zum ersten Mal in diesem Spiel wirklich was los im Strafraum. Jürgen Klinsmann, er hatte die schlechteste der Chancen. Jetzt ist es auch auf der anderen Seite offen. Lerby gegen den Libero, gegen Bernd Förster. Und Lothar Matthäus, der kann ja schießen aus der Entfernung. Da ist er drin. Hans Flügler. 37. Minute. 1:0. Für den FC Bayern. Schön gemacht von Lothar Matthäus, wie er da Bernd Förster aussteigen lässt. Und den hat keiner gedeckt, den Außenverteidiger. Verdienter Lohn für den FC Bayern, der mehr vom Spiel hatte, mehr angegriffen hat, bis auf diese große Chance vom VfB das Spiel bestimmte. 37. Minute, Spielstand 0:1, Torschütze Flügler. Udo Lattek. Die VfB-Stürmer fast immer einen Schritt zu spät am Ball. Thomas Kempe kann sehr weit einwerfen. Und dritter Eckball. Ja, der hat gut, der Aumann, und gut gemacht, und Schäfer. Also Respekt vor dieser Bayern-Abwehr bisher. Fast ein zusammengewürfelter Haufen. Dürnberger spielt rechts, Flügler muss links spielen. Eder und Augenthaler auch nicht gerade aufeinander eingespielt. Aber bisher in fast allen Situationen souverän. Und das Mittelfeld der Bayern einfach harmonischer. Michael Rummenigge. Foul von Karl-Heinz Förster. Schiedsrichter ist Dieter Pauli, der 42-Jährige aus Reit, FIFA-Schiedsrichter. Sozusagen Nachfolger von Walter Eschweiler, der traditionsgemäß in den letzten Jahren diese Spiele gepfiffen hat. Letztes Jahr 1:0 für den VfB Stuttgart, und man sagte, jetzt sei die Angst vor den ganz Großen, vor Bayern und dem HSV, dahin. Lothar Matthäus beim Freistoß. Flügler, Karl-Heinz Förster, Wohlfahrt. Ja, das ist richtig, es zu versuchen, wie Lothar Matthäus von Borussia Mönchengladbach gekommen. 26 Länderspiele und über 2 Millionen Mark teuer.
Bernd Nürnberger. Schauen Sie sich das an, wie einfach das geht. Nürnberger. Und 2-0. 44. Minute. 2-0 für den FC Bayern. Schauen Sie, wie leicht diese VfB-Abwehr auseinanderzunehmen ist. Und wie schön er da zuerst Müller versetzt, Übersicht behält. Rohleder führt diesen Heber zu weit vor dem Tor. Die letzte Minute der ersten Halbzeit, 2-0 für den FC Bayern. Ein bisschen zu hoch vielleicht, aber allemal verdient. Sie sind harmonischer. Ihnen fällt im Angriff was ein, Sie können die Stuttgarter Abwehr ausspielen. Der VfB nur mit einer einzigen großen Tormöglichkeit. Helmut Benthaus wird er in der zweiten Spielhälfte eine dritte Spitze bringen. So ist die Bayern-Abwehr kaum zu bezwingen, eine Abwehr, die aus der Verlegenheit von Udo Lattek, dem Bayern-Trainer, geboren werden musste. Er hat viele Verletzte, wie auch sein Gegenüber. Wenn vor Saisonbeginn jemand gesagt hätte, mit Dürnberger, Eder, Libero Augenthaler und Hansi Pflügler als linker Außenverteidiger spielt ihr beim VfB, da hätte wahrscheinlich Lattek die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber 2-0 Führung, kein besonders gutes, aber von den Bayern sehr konzentriert, taktisch und technisch überlegen geführtes Spiel. Thomas Kempe. Sigurd Winzern bisher nicht sonderlich aufgefallen. Und immer wieder diese hohen Flanken, vielleicht jetzt mit Erfolg. Vor allen Dingen Augenthaler holt da raus, was rauszuholen ist. Dabei ist er mit 1,80 gar nicht mal besonders groß. Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Pauli aus Reit. 2-0 Führung für den FC Bayern München beim deutschen Meister. Nach 45 Minuten sehr deutlich. Beginn der zweiten Halbzeit, beide Mannschaften unverändert aus der Kabine gekommen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Helmut Benthaus, Peter Reichert eine dritte Spitze bringt. Aber weiterhin Klinsmann und Klaasen gegen eine kompakte Bayern-Abwehr. Relativ wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Und die Bayern mit Sören Lerby im Angriff. Dürnberger. Jürgen Klinsmann. Schön hat er sich da gelöst. Aber immer noch 2-0 für den FC Bayern.
Sieger Winson. Und die Bayern einfach einen Tick schneller. Lothar Matthäus. 4 Stuttgarter gegen 2 Münchner. Roland Wohlfahrt. Er kann mit links schießen. Oh ja, Roland Wohlfahrt. In der zweiten Liga beim MSV Duisburg Torjäger. Muss sich natürlich auch erst an die höchste Spielklasse gewöhnen. Verteidiger des FC Bayern wie hier im Flügler mit sehr viel Freiheit. Sigurd Winson. Flügler, Thomas Kempe dazwischen. Sören Lerby. Tor! Nein! Oh ja, da kann sich Wilmer zurecht ärgern. Das wäre natürlich 5 Minuten nach der Pause die Entscheidung gewesen. Mir scheint, dem VfB fehlt im Moment auch das nötige Selbstvertrauen. Rudi Lorch. Immerhin der vierte Eckstoß. Sigurd Winson. Und immer noch Klinsmann. Jürgen Klinsmann, schön durchgesetzt. Und Allgöber! Aumann, glänzend. 22. Minute in der zweiten Halbzeit. 67. Minute. Das hätte das Anschlusstor sein müssen. Winson. Die Bayern jetzt nicht mehr so konsequent im Stören im Mittelfeld. Foulspiel. Das gibt wieder Geld für Wolfgang Grebler. Zweite gelbe Karte nach Wohlfahrt und Grebler.
Ausgeher Sigurd Winson. Klinsmann war das. Olika. 23. Minute der zweiten Halbzeit, der Anschlusstreffer. Das war abzusehen nach dem Druck der Stuttgarter in den letzten 10 Minuten. Noch einmal der Freistoß von Sigurd Winson. Klinsmann setzt sich durch. Olika schneller als Wohlfahrt. Nur noch 1:2. Nico Klaassen. Oh, 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 oh. Pech für den Belgier. Und die Bayern-Abwehr fallen ihm in das Mittelfeld. Jetzt sträflich offen. Zweieinhalb Minuten haben die Stuttgarter noch Zeit, um den Ausgleich zu schießen. Zweieinhalb Minuten müssen die Bayern noch überstehen, um den Vorsprung aus ihrer starken ersten Spielhälfte, wo sie deutlich überlegen waren, über die Zeit zu bringen. So ab der 30. Minute wurde das Spiel von Minute zu Minute besser. Absolut hochklassig nicht, aber spannend, mit vielen Torszenen auf beiden Seiten, mit glänzenden Paraden, mit knapp vorbeigesetzten Schüssen, mit drei Toren. Die Zuschauer können zufrieden sein. Guter Bundesliga-Fußball heute Abend. Sigurd Winson. Ja, die Lufthoheit hat die Bayern inzwischen in ihrem Strafraum wieder. Udo Ladek. 5 Minuten können lang sein, Dreier auf. Peter Reichert. Die Nummer 12. Helmut Benthaus, der Antipode. Ludwig Kögel, der Auswechselspieler der Bayern, der kleine Mann hinten am Posten, ob das so gut ist. Noch einmal Sigurd Winson. Foulspiel, Schiedsrichter Pauli sagt weiter. Rudi Lorch. Und Sigurd Winson konnte da nicht annehmen, hätte im Abseits gestanden. Jetzt eigentlich auch. Wenn Schiedsrichter Pauli nicht nachspielen lässt, noch eine halbe Minute. Aber es gab eine längere Verletzung von Hansi Pflügler. Karl Algöber. Und Bernd Förster verpasst. Ja, jetzt muss sich der deutsche Meister so langsam damit anfreunden. Schiedsrichter Pauli zeigt noch eine Minute, dass er gegen den deutschen Pokalsieger wieder einmal zu Hause verliert. Freistoß, Lenz gepfiffen, Wilmer braucht da nicht loszulaufen. Aber viel Zeit bleibt dem VfB nicht mehr. Und lange müssen die Bayern auch nicht mehr kämpfen, um diesen Druck standzuhalten. Halbe Minute über die Zeit schon. Laut. Günther Schäfer. Hermann Ohlig. Und das war's, meine Damen und Herren, egal, ob jetzt Wohlfahrt ein Tor schießt oder nicht. Er schießt es. 3:1. Es gibt sie nicht, aber in der 91. Minute, er war ganz allein. Der FC Bayern gewinnt beim deutschen Fußballmeister mit 3:1, bleibt zum dritten Mal ungeschlagen.
Schiedsrichter Pauli pfeift die Partie auch gar nicht mehr an. In dieser Höhe der Sieg der Bayern sicher zu hoch, aber verdient aufgrund einer hervorragenden ersten Spielhälfte. Schauen Sie, routiniert macht das der Mann aus der zweiten Liga. Schießt sein Tor. 0:1 Flügler, 0:2 Nürnberger, 1:2 Olika und 1:3 in der Nachspielzeit von Roland Wohlfahrt. Die Bayern gewinnen beim deutschen Meister.